Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beast World. So, wir sind hier stehen geblieben in der Höhle und haben wir gerade zufällig noch gesehen, dass hier ein dunkler Gang ist und dass hier Charts sind. Und Charts sind ja schon mal gut für uns. Aber ich irgendeinen Stein, um das dicht machen kann? Ich glaube gar nicht. Aber wir buddeln uns jetzt einfach mal dahin. Achso, ich muss die Steine auch in den Kies nehmen können. So, Wasser weg. Tada! Ja, Magic. Nee, natürlich nicht. So. Lava. Lava. Okay, interessiert uns das in der Richtung nicht weiter. Wir nehmen mal kurz hier ein bisschen Kohle mit. Mal gut, Kohle brauchen wir immer und natürlich auch die dazugehörige EP nehmen wir gerne mit. So, und dann machen wir es ja auf dem Rückweg. Und was machen wir dann? Das ist die Frage. Machen wir weiter Magie? Bauen wir am Haus? Ich glaube, Hausbau wäre mal dran. Mal so ein bisschen einfaches Hausbau. Doch. Ich glaube, das wäre ganz cool. Irgendwann müssen wir noch mal ein bisschen erkunden gehen. Weiter, als wir schon haben. Das letzte Mal habe ich ja schon ein bisschen erkundet, also eins von den letzten Malen, wo ich die Magiebäume das gefunden hatte. Und damit möchte ich dann auch gerne weitermachen. So, mache ich das eigentlich mit? Ich sterbe, dann ärgere ich mich wieder. Ja, aber wir hatten ja auch keine Taschen mit zum Beispiel. Oder doch, wir hatten Taschen mit. Was erzähle ich denn hier? Ich weiß gerade selber gar nicht, was ich labern soll. Es tut mir wirklich leid. Was ich noch erzählen könnte, wobei, das hätte ich jetzt in der ersten Folge eben erzählen sollen. Egal, ich erzähle es euch jetzt trotzdem nochmal, auch wenn es dazu nochmal ein Infovideo geben wird. Aber ihr hört mir ja gerne zu, denke ich mal. Sonst würdet ihr nicht mein Let's Plays schauen. Schätze ich mal so ein. und zwar möchte ich gerne am Wochenende, also jetzt kommende Wochenende, einen Livestream machen. Ich habe noch nicht explizit geguckt, wann am Wochenende, also am welchen Tag. Ah, jetzt muss ich den Ausgang wieder finden, ne? Das ist ja wieder so. Hier war es nicht. Ja, also ich weiß noch nicht, an welchem Tag. Aber ich schätze, Freitag, aber es gibt auf jeden Fall noch ein Infovideo dazu dann. Ich lasse mir heute, ich hoffe, dass es heute noch klappt, wir waren eigentlich verabredet für heute, nochmal Twitch ein bisschen erklären, für jemanden, der da schon ein bisschen mehr Ahnung hat als ich und es schon öfters gemacht hat. Und dann hoffe ich, dass wir, dass ihr auch Bock drauf habt, zuschaut. Oh Gott, ich glaube, wir haben uns verlaufen, echt, ey. Und da sein werdet. Und geplant ist auf jeden Fall mit euch zusammen ein bisschen zocken. Das steht ganz oben auf der Liste. Das Lava, da möchte ich nicht hin. Und ja, was genau müssen wir dann schauen? Also ich denke mal, Beastville ist bestimmt ein guter Einstieg. Ihr könnt mir dann alle live in den Chat reinschreiben, was ich dafür ein Kacknoob bin, weil ich keinen Plan habe von Beastville. Wie kann ich mich so verlaufen, bitteschön? Ich bin doch von hier gekommen. Das ist doch nicht zu glauben. Da muss ich noch ein bisschen nach da. Ich weiß es nicht mehr. Wie kann man sich nur jedes Mal so verlaufen? Dann fahren wir halt noch ein bisschen. Ist alles geplant. Ich habe mich gar nicht verlaufen. Ich gehe hier mit Absicht lang, weil ich ja natürlich am Farmen bin. Also, was habt ihr denn gedacht von mir? Also, ist so
ganz logisch. Natürlich nichts anderes. Gold ist auch cool. Und dieses Smaragd-Dingsens-Gedöns brauche ich auch alles. So. Gold ist immer hüsch. Wir müssen da nochmal gucken, was die anderen so in der Stadt schon gebaut haben. Ja, ja. Aber wie komme ich immer selber vom Thema weg? Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Irgendwie, ich rede mich immer um Kopf und Kragen. Also nicht um Kopf und Kragen. Hä? Was? Ich laber einen Müll heute, echt, ey. Vielleicht sollte ich gleich nicht noch mehr aufnehmen. Das ist so. Ah, mal schauen. oh, Schatz. Lina, Schatz. Sehr schön. Was ich sagen wollte. Ja, auf jeden Fall, mit euch zusammen zocken. Das ist mir auch immer ganz wichtig. Also wie gesagt, wie es will. Können wir ein bisschen spielen. Wenn ihr da Bock drauf. Also ich werde sowieso das dann, Livestream, ich werde das so angehen. Wir machen einfach das, worauf ihr Bock habt. Ganz einfach, weil Livestream mache ich für euch. Teilweise auch für mich, dass ihr mir bei Peace helfen könnt mit den ganzen Technikkrams. Weil ich mal wieder nicht weiterkomme. Wow. Was fließt das da noch, ey? Findet ihr das auch so schwierig, Lava wegzukriegen? Hört's jetzt auf? Nee. Ich glaube, ich mach's immer schlimmer. Das muss doch jetzt mal aufhören. Das muss doch immer mal aufhören zu fließen. Das gibt's doch nicht. Also müsste ich hier das ganze Ding auskleiden, nur damit... Ich glaub's ja nicht. Diesmal grenze ich das als erstes ein, bevor es mal weiterlaufen kann. Ich dachte, ich krieg's schneller aus. Naja. So. Ich muss sagen, privat haben wir ja auch weiter Vizebeast gespielt. Da ist jetzt aber auch schon wieder Flaute drin, weil wie hat man alles? Ich hatte mit der Lieben einem Crank zusammen Grundstück. Also wir hatten halt zusammengespielt, so hatten mehrere, die dann immer in zweier Teams gemacht hatten, weil ja, es einfach mehr Spaß macht als alleine. Und der liebe Eincrank hat halt Ahnung von der ganzen Technikkrams und ich hab dann einfach für mich so ein bisschen Magie gemacht, alle mit Zauberstäben versorgt und was dazu gehört und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Freude bereitet. Aber da ist jetzt halt auch schon wieder die Luft raus, weil alle alles haben und ein paar sind glaube ich noch ein bisschen am Bauen und Machen und so. Aber ja, das ist so. Ich weiß nicht, bei mir ist es auch so, ich bin momentan schnell gelangweilt von einem Spiel. Ich weiß gar nicht, woran das liegt irgendwie. Ich kann es nicht erklären. Jetzt auch überlegen, was ich jetzt hier mache, aber das macht ja auch keinen Sinn, wenn ich jetzt hier immer tiefer reinbuddel. Mehr Farme. Aber es ist schön, dass ich hier noch schön XP sammle, aber und Rohstoffe, aber ich wollte ja gar nicht farmen. Das ist so. Ich wollte ja eigentlich mal ein bisschen so gechillter und so. Aber naja, jetzt sind wir nun mal hier. Wir finden den Ausgang nicht. Also fahren wir noch ein bisschen weiter, bis wir den Ausgang gefunden haben. Würde ich mal sagen. Ist aber auch ein Tunnelsystem hier. Ist echt krass. Es nimmt und nimmt kein Ende. So, diese Steine brauchen wir auf jeden Fall. Viel Werkzeug verpulvert. Oh, Lapislazuli brauchen wir auch. Für
Technik und so und einfach weil es hübsch ist. Wir haben einen Kreislauf gefunden. Also wir sind im Kreis. Okay. Habe ich mich ja schon mal nicht ganz so extrem verlaufen, wie ich gedacht habe. Weil wir haben letztes Mal ja auch den Ausgang gefunden, deswegen müssen wir ihn jetzt ja irgendwann auch wieder finden. So, nehmen wir alles mit, nehmen wir alles mit. So. Eisen nehmen wir auch mit. Brauchen wir auch alles. Kohle nehmen wir mit, hauptsächlich wegen der EP. Aber auch für Magie brauchen wir dann auch wieder Kohle, deswegen immer mitnehmen. Von der Energie sind wir, glaube ich, da gar nicht mehr so darauf angewiesen. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Speicher in unserer MF irgendwas und in... Ja, aber und in unseren Fettboxen. Lava. Neuer Gang. Gold nehmen wir mit. So, jetzt reicht's aber. Jetzt mal Tür wirklich mal rausfinden. So. Daran erinnere ich mich auch noch. Ich glaube, wir müssen erstmal weiter in die Richtung. Hey, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Alles klar. Da unten geht's runter. Also es ist auf jeden Fall irgendwo auf dieser Ecke, wo es hochgeht. Wir müssen halt nur den richtigen Aufgang finden. Natürlich nicht. Hier ist der Spitzenspanner. Hier ist hier irgendwo und hier geht es nicht hoch, aber... Es war auf jeden Fall dann hier irgendwo. Draußen bellt ein Hund, ich hoffe, das hört ihr nicht unbedingt. Das gibt's doch nicht, dass ich das jetzt nicht wiederfinde, wo ich diese... wo ich hergekommen bin. Da oben. Da oben. Ja, wir haben es gefunden. So. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt habe ich die Schnauze gestrichen voll. Wir kleistern das jetzt hier mit fucking zu. So viel wie es eben geht. So. So. Sollte reichen, ne? Finde ich. Also, dann wissen wir, wir müssen immer zu diesem pinken Wegpunkt. Und dann finden wir auch wieder raus. Jawohl. So. Aber wir sind da irgendwie runtergesprungen, das heißt, wir müssen erstmal hier wieder irgendwo durch. Zack. Achso, ja, wir waren ja schon. Wir müssen nicht dahin. Wir müssen da hoch, ne? Ja, ja, wir müssen hoch. So. Fiel mir dann doch wieder ein. Kompliziert, kompliziert. Genau, da sind wir durch. Oh, es ist Nacht. Ich möchte nicht bei Nacht raus. Wir sind bei Nacht losgegangen, aber jetzt möchte ich nicht mehr bei Nacht los. Das ist Frauenlogik, total. Eben war es mir noch egal, auf einmal habe ich Angst. Aber das müsst ihr nicht verstehen, das ist einfach so. Was Frauen angeht, man muss nicht alles verstehen. Man muss es einfach hinnehmen und akzeptieren. Also, man muss einfach akzeptieren, dass es einfach so ist. Das ist, da braucht man auch nicht diskutieren oder so, oder, ja. Das ist einfach so. Wir haben es geschafft, wir sind wieder draußen. Wir haben sogar noch ein bisschen Zeit über. Oh, Zombies. Komm. Oh, der Server hat geleckt, würde ich schon mal sagen.
Brain. Brain nehmen wir mit, Brain nehmen wir mit. Brain ist immer gut, Brain ist selten. Aber wir brauchen die Börte von. Warum fehlt der Zaun? Verstehe ich gerade gar nicht. Aber der spielt da noch, der wollte doch mitten aufnehmen. Irritation. Frei zu gestalten. Nein. Kann ich auch nicht verstehen. Fuß kribbelt. Und so. Wir sind wieder da. Jawohl, wir leben noch. So, das lagern wir mal alles aus. Das. Ah ne, das ist Magie, aber das. Ah, das juckt schon wieder. Es tut mir leid. Ich bin heute ein bisschen, keine Ahnung. Kannst du eigentlich erklären? Magie. Jetzt tun wir mal hier Tintor mal rein. Das können wir rausnehmen. So. Das kommt alles so. Das kommt alles in andere Kisten. Nein, jetzt holen wir mal die Sachen hier raus. Das. Kommt alles hier irgendwo rein, genau. Mehr noch mehr Tin für das Ding. Zack. Das kommt alles hier rein und hier kommt dann der Quatschkrams rein. Wir haben jetzt aber schon wieder gut Kohle. Ich finde das sehr schön. Und dann haben wir hier das Magiezeugs. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal die Kiste erweitern. Das verrottete auch noch einmal so. Hier noch mehr. So, kommt das Buch da rein. Der Eimer. Das kommt da rein. Finde nicht mehr. Hier noch rottetes Fleisch kommt da noch mit rein. So. Was kommt da und da? Und das kommt auch alles hier rein. Steine und Kies kommt da rein und die Erde auch. Was tue ich da rein? Magic Tello kommt hier hin. Ja, passt doch. Dann essen wir jetzt was und ja, können wir doch nicht mehr wirklich was bauen. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Können wir mal kurz unsere Bäume anzapfen? Könnt ihr mal einen Electric Tree Tap bauen, ne? Was haltet ihr davon? Bestimmt viel, ne? Das brauchen wir. Jetzt muss ich kurz gucken. Oh, das ist dunkel. Ich sehe kaum was. Wir brauchen. Oh, so, ist mich kurz weg. Wir gucken aber nach der Tree Trap. So. Und, genau. Das Circuit, das meinte ich. Refined. Kabel und Redstone. So. Ein Kabel haben wir da nicht drin. Welche Kabel? Ja, hier war Kabel. Und ein Refined. So. Brauchen wir auch nur eins von. So. Das. Und das. Und dann. Ah, okay. Das geht doch mit dem wunderbar. Und dann gehen wir hier mal kurz. Ich wollte darauf. So. An unsere MFE. Genau. Nicht MFSU, sondern MFE. Und zwar. Bettboxen. Und es ist alles voll. Ist doch schön. Obwohl die Maschine läuft. Sehr schön. Das ist nicht mehr ganz voll, aber immer noch fast. So. Und jetzt gehen wir mal der Tree Tap bei. Das Schöne jetzt an der elektrischen ist halt, die geht nicht mehr kaputt. Und das ist ja auch so Sachen, die Zeit sparen. Da muss ich immer eine neue craften. Warum habe ich keine Punkte dran? Was läuft hier schief? Hatte ich doch mal so viele. Dass hier jemand zapfen war. Zapfen ist ja an sich nicht schlimm, aber das sieht mir eher so aus nach komplett leer gezapft. Das wäre ärgerlich. Das ist schon komisch, dass wir jetzt nur ein Loch gefunden haben. Ganz ehrlich, das ist ein bisschen sehr seltsam. Na egal, wir packen das jetzt alles wieder zurück. So, nee, das Bett nicht. So. das braucht noch ein bisschen. So. Haben wir heute ja wieder sehr viel geschafft.
Wir haben eine magische Kerze gemacht. Wir haben Dings. Eins noch. Wir versuchen es. Nein, Haltbarkeit 3. Kein Glück. Verdammt, aber auch okay. Das nächste Mal hoffe ich dann, dass wir Glück drauf kriegen. So. Das war's dann hier für die Folge. Wie immer, gerne bewerten das Video. Und noch mehr freue ich mich natürlich, wenn ihr passenden Kommentar zu der Bewertung da lasst. Und auch gerne Fragen oder sonstiges immer reinschreiben oder Ideen, was ich bauen könnte. Und ja, dann hoffe ich einfach, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ciao, eure Aikira.